Und hallo YouTube. Starten mit Rush. Also für die, die es nicht checken, ich drücke hier auf Aufnahme Stopp und Aufnahme Start, weil ich das halt so mache. Okay, Senras. Gute Nacht. Schlaf gut. So. Rona, nix. Rechts, links, nix. Rona, nix. Rechts, links, nix. Was für ein Lied habe ich denn gelernt, was ich ihr dann vorspielen muss? Terra Tempel, es ist soweit. Und ich muss ihn zu zweit machen, das heißt, ich muss die rumtragen, wie in Jabos entsetzlichen Bauch. So Leute, ich gehe nun raus, mach für heute aus. Euch noch viel Spaß, das war's. Renten, gebt mir morgen Bescheid. Wie und was, hoffentlich nicht nass. In diesem Sinne, bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Euer Herr Mendel. So, wie funktioniert das jetzt? Come on. So, kann ich dich darüber werfen? Ah ja. Das funktioniert. Das ist ja schon mal schön. Dann nehme ich mein Blatt. Komm hinterher. Ich habe die Sonate des Puppenspielers. Das war aber nicht dort. Was habe ich denn im Turm der Götter für ein Scheißlied gelernt? Jo3 vor's Euder, Jo3 vor's Euder. So, komm, batsch mal erstmal die da oben. Oh, in der Arsch. In der. Ah! Ich brenn! Das sind viele Items. Yep. 360 No-Scope ins Gesicht. Das war doch Turm der Götter, oder? Was habe ich denn da gelernt? Jake. Nix haben wir gelernt, nur Scheißdreck haben wir gemacht, wie jedes Mal. Dann wollen wir mal schauen, wo es jetzt weitergeht. Ah. Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den. Ah! Ich muss das Lied des Windes spielen. Hier geht kein Wind. Ist das tatsächlich der Puppenspieler-Song? Links, nix, rechts, nix. Links, nix, rechts, nix. Jetzt bin ich dein. Okay. Blöd. Ich hab gedacht, die springt auch von der Kante, die macht ja gar nichts. Ah ja, okay. Verstanden. Let's go! So, das ist aber nur eins, ne?
So, da bleibst du stehen. Gut. Warum Entschuldigung, Jack? Ist doch alles gut? Was ist denn los? Wo ist denn die jetzt? Wo ist... Ente. So. Nice. Na, du kommst mit. Du kommst mit. Und wir lösen jetzt dieses Rätsel. Gut. Jetzt gibt's das Puppenspielerlied. Links nix, rechts nix. Ja, richtig, okay. Komm schon mit? Kommt ihr automatisch mit? Nein. Oh oh. Da will ich den Boom 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 Boomerang. Auf den Kopf! Ja, okay. How to defeat? Wie wär's mit Eis? Oh, Hammer Time. Wie wurde denn der jetzt zu Stein? Muss ins Licht, aber natürlich. Aber natürlich. So, meine Freundin kommt da aber auch noch nicht rein. Und hier ist die Kiste noch nicht da. Muss man das aufsprengen? Kennt ihr diese Aussetzer im Gehirn? Ja. So, da haben wir einen Teleportationspunkt. Speichern mal ab. Steht die noch auf der Säule und ich muss die runterholen da? Du bist einfach was ganz Besonderes. I'm special. Ich sehe halt nicht, ob die auf der Säule ist. Ah, da ist sie. Boah. Ich kann dieses Geräusch nicht mehr tun. Komm mit. Boah, ich finde Zelda Dungeons so gut. Wow.
Wenn's Dungeons sind, yep. Auf A. Meine Mom sagt immer, ich nerve. Oh, geil, ich kann mir das auf dem Wii U Gamepad angucken. Danke. Bei uns im Nachbarort verkauft einer eine Wii U mit Mario Maker dabei. Und noch was anderem für 110 und das Ding sieht aus wie neu. Oh, so verlockend. So verlockend. Ja, komm mal mit hier. Hey, Carlos. Schaltest aber spät ein. Alles klar bei dir. Was macht die Kunst? Was gibt's Neues, Carlos? Wo ist denn jetzt die Ente? Wäre das mit meinem Schild? Ne. Komm mit. Wo ist die heute? Wo ist sie? Ja, ich soll nicht mehr heute sagen, deswegen sage ich das nicht mehr. Oh! Muss die mir den Weg weisen? Ist einer der geilsten Tempel? Okay. Ne, das ist einfach nur mein Licht. So. Genau, und so bleibst du bitte. Danke. Alright. Wir kriegen doch in dem Tempel bestimmt ein neues Schild, oder? Dass wir beide. Das Licht verwenden können. Sorry, ich hänge manchmal. Ich habe wie das Solid an dem manchmal so Aussetzer im Gehirn. Ach, fuck, 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 fuck. Oh, bös. Oh, Entschuldigung. Ganz in Ordnung? Warum nur ganz in Ordnung? Ist alles gut? Mit dem auch, ja. Ich habe halt echt gedacht, die Reihenfolge wäre frei. Das hat mich ein bisschen genervt. Okay, da muss ich alleine rein. Das Ende fand ich sehr geil, ehrlich gesagt. Das Ende in Breath of the Wild hat mir richtig gut gefallen. Was mich genervt hat, war der Weg zu Ganon tatsächlich. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch. Wir wollten ja eh noch so einen kleinen Podcast machen. Ich wollte eine In My Head machen wegen Spielen und wollte die 4 Zelda-Spiele, die ich jetzt gespielt habe, da besprechen, vorstellen. Wenn du Bock hast, können wir das zu zweit machen. So ein Mini-Podcast oder sowas. Wie, der Jim guckt nicht zu, warum nicht? Weil das wären dann Link's Awakening, was du ja auch erst gespielt hast. Oh, fuck you.
Breath of the Wild, Link Between Worlds und Wind Waker. Aber dann würde ich warten, bis wir Wind Waker gemacht haben. Aber vielleicht kriege ich das sogar noch durch. Demnächst. Ich wollte es eigentlich vor Shenmue fertig haben. Gute Nacht, Bronco. Danke für nix. Ne, fürs Einschalten. Danke. Es könnte gehen. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt die Tage mich ranmache. Mich ran halt. Gott, oh Gott, oh Gott. So wird's gemacht. Och, Schleim. Jetzt haben wir'n. Heißt ja alle, der Stief hat doch selbst mitgespielt bei Dead by Kylight. Deswegen kennt er ihn auch. Das weiß doch auch ich. Oh. But how? Kann man die aufheben, wenn sie versteinert sind? Ja! Fuck. Easy peasy lemon squeezy. Nice. Jetzt ist die Frage, komme ich mit ihr da hoch? Cool, 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 cool. Funktioniert. Jetzt schau uns mal, wie das aussah. Oh Gott. Oh, mein Schulter. Für was bist du? Hol mal erstmal das Fräulein. Ah ja. Ich mach dir die Kiste hier.
Gut. Oh Gott sei Dank, es hat gereicht. Neues Schild, neues Schild. Achtung, neues Schild. Neues Schild. Neues Schild. Nein, nur der Kompass. Fuck. Erstmal in den Arsch gesteckt. Link, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Solltest du Medulli in dem großen Tempel mal verlieren, sieh dir in aller Ruhe die Labyrinthkarte an. Dann weißt du sofort, wo sich Medulli befindet. Ja, und wenn ich es nicht wissen will? Kann ich eigentlich? Ludenkönig? Ludenkönig! Kann ich eigentlich... Ha! So, das heißt dann aber für mich, dass auf dieser Seite auch was geht. Genau. Ah ja. Ah ja. Wunderschön. Entsetzlich. So, das Coole ist, jetzt haben wir hier den Teleportali. Alter, das wäre... Das, wollt ihr das als... Zelda Soundfile wäre cool. Aber was? Das oder lieber, wenn er was aus der Kiste holt. Hat beides was. Hat nicht gereicht. Das aus der Kiste? Also demonetized. Yes! Gutes Mädchen. Aber nur der Schluss, oder? Oh fuck, 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 fuck. Start. Ich muss gerade was hier erledigen. Ach komm schon, du blöde Webseite, ey. So. So kann er die Pfeile nicht aufmachen. Irgendwas stimmt mit meinem Download nicht.
gibt die folgende Soundfiles. Warum nicht? Pausier mal kurz die Augen. Wah, 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 wah. Bitte testen. Jawohl. Oh. Ich bin im Bad und hab nichts an. Danke, Bayo. Du bist der Beste. Hey, Renton. Du bist der Beste. Na, Bayo, alles klar bei dir? So, sorry für die kurze Unterbrechung, aber das war mir jetzt wichtig. Holy fuck! Meine Controls! Wie werde ich die los? Kyle, wie werde ich denn die los? Oh, ich so. Hey, Renton. Leute, nicht so viel. Ist gut jetzt. Hey, ist gut jetzt. So. Ah, damit kriege ich sie weg. Gut, sehr schön. Hey, Renton! Bayo, ist gut. So. Zurück. Ajo, und jetzt geht's nicht mehr. Ah, egal. Ich krieg das auch so hin. Ha, ich hab's auch so hingekriegt. Ach, Glücksamulett. Für was sind die Dinger überhaupt? Die sind so unnötig. Komm mit, Mädel. Oh, die hört gar nicht mehr auf mich. Muss ich so hochheben. Da, 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 da. Wir haben keinen Schlüssel. Perfekt. Wenn du dir Death Stranding von DHL liefern lässt, gehört es zum Spiel eigentlich dazu, oder? Also das ist dann schon Experience, das zählt auch als Spielzeit. Gott, oh Gott! Yeah.
Ach Gott! Oh Gott, sind die schlimm! Auf den Kopf! Auf dein Ochsenkopf! Wie besiegt man die normalerweise? Ich hab keine Angst vor dir! Ah! Auf den Kopf! Wie lange die brauchen? Da ist der Schlüssel. Boah. So, jetzt will ich aber die letzte Kammer auch noch aufmachen. Das war halt bestimmt nicht die normale Ideallösung, oder? Ja, nix, Wade. Kletter mit hoch, Mädel. Komm. Sie kommt da nicht. Kann sie nicht klettern, oder was? Sie kann nicht klettern. Eventuell spawnt sie hinter der Tür, wenn ich wieder reingehe? Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt entsetzlich gewesen. Drecksau. Das wäre entsetzlich gewesen. So. Wo war die Tür? Wo war die Tür? Hier. Ist das schon ein Boss? Oh fuck. Wow, hey! Ich geb dir's mit dem Hammer! Auf den Kopf! Jetzt haben wir zwei. Easy peasy, scheißy. Für diese Bomb. Ganz schön was ein, hey. Hammer Time. Ist der Hammer. Bio, das ist der Hammer. Puh. Cock. Hammer Time. Nee, Bio, danke. Der stinkt. Der stinkt. Ich habe Spiegelschild. Nice. Nice. Dann wollen wir mal. Wie benutze ich das? Abwehr? Aber wie kann ich dann...
Ich kann die Kamera nicht drehen. Also ich visiere hier an. Sag Abwehr mit R. Abwehr und dann geht nichts. Ich habe halt auch mit dem Pro-Controller keine Motion-Controls hier. Nicht Z-Triggern, aber ohne den Z-Trigger kann ich mich nur ducken. Ah. Ich muss vorher das Schwert rausziehen. Wie dappisch. Du musst vorher das Schwert rausziehen, dann kannst du mit ZR kannst du das machen. Blöd. Aber das ist es. Das ist es. So, du kommst jetzt mit. Zieh das Schwert raus, ja? Bist du entsetzlich hässlich? Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. So. Ich hab gedacht, ich muss hier hoch, aber nein. Komm, Schmidt. Gehen hier raus, wir müssen in den großen Raum, wobei das Schild benutzen müssen. Das ist es. Ah, du blöde Hand. Genau hier. Oh, das geht nicht ganz so. Good enough. Oh. Sehr schön. Wunder, wunder, wunderschön. Da rauche ich glatt noch ein. Wenn es jetzt Richtung Ende geht. Oh Gott. Spielt ihr Hardcore-Glücksspiele online? Ist nicht okay. Schön die Items kassieren. Für L und B. Meinst du L und M? Oder? Die Zigaretten heißen L und M, oder? Das ist nur eine Erfindung der Mädchen. Ja, ja. Glücksspielsucht gibt es auch nicht wirklich. Oh Gott. Das interessiert den einen Scheißdreck. Runter, runter, nix. Rechts, links, nix. Runter, runter, nix. Rechts, links, nix.
Ach so, du willst keine Werbung machen, okay. Ah, ich brauch die Clay. Komm mit, keine Angst, wir schaffen es. Das Gesicht rechts. Rona, Rona, nix, links, falsch gespielt. Rona, Rona, nix, rechts, links, nix. Wer der Monte oder der Link? Oder der Totenschädel? Nicht so weit! Du bist so blöd. Alle drei zusammen. Obacht! Das ist schon wieder nix! Ich will das jetzt schaffen. Ich will wissen, was da hinten ist. Ich sollte vielleicht von der Brücke aus springen. Das könnte die Lösung sein. Ach nee, nicht schon wieder schief. Spring nicht! Spring nicht, tu es nicht! Tu es bitte nicht! Bleib für die Zuschauer am Leben! Ah! Für den Keil! Für den Keil! Nein! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Kann ich das klippen? Und euch schicken als Bewerbungsvideo. Ich meine, das dürft ihr zeigen, wie qualifiziert ich bin. Oder Bio? Ich hasse Nintendo Controls. Wegen B und A. Ich hasse es wie die Sau. Ist schon wieder zu schief, oder? Nein! Und jetzt ist die Alte nicht dabei. Ich brauch die doch. Oder brauche ich die? Vielleicht brauche ich die gar nicht. Ich spiel Schmähen. Ach, ich probier's jetzt trotzdem mit ihr. Wir haben so viel durchgemacht.
Du Scheißgeist! Ja, behalte sie grad! Behalte sie grad! Nimm sie mit! Ah, wie kann ich denn die Scheißgeister besiegen? Keil. Ich versuch's jetzt mit Blatt, glaube ich. Oh Gott, nervt das. Das ist entsetzlich. Echt. Viel Erfolg, Bio. So. Yes. 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 Ernsthaft, das war's? Das war's? Das war so unnötig. Danke für nichts. Das war ja jetzt mal entsetzlich scheiße. So. Ach so, das muss gar nicht gleichzeitig laufen. Na egal. Warum nicht? Ach Gott. So, Schwert raus. So, Mädel, geh mal zuerst, geh mal rechts rum. Hui. Folge mir. Oh Gott, ist das böse. Ah, ich kann nicht schlagen. Okay. Vielleicht doch erst links rum? What the fuck? Die ist jetzt weg? Ich hab einen Schlüssel, aber die Alte ist fort. Scheiße. Oh. Wirf sie in den Abgrund. Ist meine Freundin auch hier? Nein, natürlich nicht. Kade. Ah doch. Die müsste links von... Oh, Gott sei Dank. Komm, Mädel. Wir ziehen von dannen.
Okay. das war ja jetzt schwer, ey. Uiuiuiui. Komm mit. Ich könnte mal speichern zwischendrin, ne? So, wir sind rechts rumgegangen und haben dort den Schlüssel gekriegt. Guck mal, was links. Lass mich in Ruhe. Richtiges Alcatraz. Ah ja. Jetzt gehen wir hier lang. Das ist ja genauso scheiße. Licht. Exciting. Ne. Du bist so exciting to me. So, runter. Jawohl. Und zurück. Ich muss die höchstwahrscheinlich da stehen lassen. Ach so. Oder so. Und zurück. Na, nicht mein Mädchen. Jetzt hängt es ja schon wieder. Und jetzt hängt sie mich. Schon wieder. Oh Menno. So, aus Alcatraz wieder befreit. Abgehen. Ah, geil. Hey. Meter, ja. Gell? So wird's gemacht. Aber alles easy. Das Einzige, was mich echt ankotzt, ist die Stelle hier. Und ich glaube, du kannst diese Totenköpfe auch nicht besiegen. Was weiß das ich? So, komm. Hoch mit dir. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, stell dich nicht so an. Es tut mir doch leid. So. Aber wenn ich mit meinem Instrument Licht auf dein Schild treffe. Ja, ist okay. So. Weil es nervt? Oder. Dieses Licht? Das auch. Wegen dem Schnabel.
Wegen der Sterne über dem Kopf. Gut. Gelöst. Geht auch so, ich brauch dein Schild nicht. Siehst, funktioniert auch so. Bringt halt nichts. Ah ja. Dann nehmen wir sie so. Sie stellt sich dahin. Hier Licht hin. Und ich, der fische Link, reflektiere die Scheiße hier rüber. Voll aufs Rohr. Schüttelt's mich. Du schüttelst mich. So, jetzt kommen da bestimmt die Mumien raus. Hier nicht. Hier nicht. Hier. Hör auf zu schreien! Hör schon auf! Lass mich in Ruhe! Oh Gott, lass mich, ich hab dich nicht lieb! Das war's. Spucke Herz aus. Natürlich nicht. Oh, was ein ekelhafter Raum. Oh oh. Ist das auch wieder eine Frau, Andi? Wow, das war's wert. Das war's wert. Dann schauen wir mal. Ich hab die Flittermaus erwischt. Warum? Der hat dich lieb. Sei mal lieb. Oh. Was ist kaputt? Ja, durch zu viel Benutzung kaputt gegangen. Ohne, ohne, ich sing's nix. Ich trink's nix. Vielleicht habe ich es deaktiviert. Ah. Entsetzlich. So, ich schalte euch die Soundfiles nochmal ein. Und bin ganz kurz auf dem Klo.
Aufnahme geht weiter. So. Ich muss ja noch kurz rumklicken. Klick, 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 klick. Okay. Die Musik müsste ich noch ausmachen, hä? Okay. Okay, 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 okay. Kyle, wie weit sind wir im Tempel? Und noch was zu essen? Okay. Einfach nur saugen. Auf dem Klo oder was, Andi? Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ja, und was haben wir nicht? Der Meisterschlüssel. Muss ich hier reinspringen, um den Warp Point zu aktivieren? Ich mach's sicherheitshalber mal. Hi, Schleimis. Tschüss, Schleimis. Oh weh. Nein! Das war der falsche Top. Jetzt aber. Wo ist meine Freundin? Steht die... Steht an der Tür. Stehst du an der Tür? Oh, die Tür ist ja entsetzlich weit weg. Da ist sie. So, nimm mal mit. Hi, hi. Und nu müssen wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit runter. Nicht so weit! Okay, wir haben da eine Truhe, da eine Truhe. Das ist ein Schieberätsel! Danke für nichts. Oh, ich hasse Schieberätsel. Ich mag die nicht. Oh, da oben ist aber noch ein Schalter. Oh, scheiße. Ich brauche die nochmal. Die muss da hoch. Das ist halt jetzt die Frage. Gehen hier rein. Ich mach das mit dem Lied. Du hast mich in deinen Bann gezogen. So, und was macht der Schalter? Der macht Licht. Und geht höchstwahrscheinlich... Ne, er bleibt offen. Oder? Bevor ich was mache, bleibst du offen oder nicht? Bleibt offen. Okay. Gut, damit kann ich leben. Wollen wir das mal darüber schieben? Da, 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 da. Damit haben wir das... So, jetzt haben wir das Rätsel gelöst, aber die Kiste bleibt doch, wenn ich sie nicht mehr anscheine, oder? Ja, geil. Ja, geil. Hey, 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 hey. Ich habe ein paar Rubine gefunden. Gut, wie geht's weiter?
Wir müssen das hier irgendwie anleuchten. Das müssen wir mit ihr machen. Da braucht man sie auf jeden Fall. Das schiebt mal raus. Ist das ein zweiter Spiegel? Ich glaube, ja. Ja, ist es. Okay, wir brauchen sie gar nicht. Es ist halt Schoko. Gibt sonst nichts mehr im Haus. Stief, du bist auch noch dabei. Hi. So, damit leuchten wir hier hin. Oh. Oh. Problematisch. Ich kann das nicht mehr zurückschieben. Das ist spooky. Land? Ja, gut. Perfekt, perfekt, perfekt. So. So. Oh, ich hoffe, das reicht. Gut. Das müssen wir auf der anderen Seite, müssen wir den Scheiß auch nochmal machen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Weiß nicht warum. Bio, bitte den letzten Satz beachten, gell? Das muss ich wieder abstellen. Wenn das die ganze Zeit kommt, das irgendwann nervt es dann. So. Boah, der Raum, der kotzt mich jetzt schon so an. Die Mini-Tenten. Mini-Tenten. Sagen, so rum klappt das aber nicht hier. Oh, danke, Schatz. Ja, komm schon. Ich glaube, sind gar nicht alle drin. Der Zelda-Ton ist zum Beispiel jetzt nicht drin. Weißt du, das Drama drin? Ja, ne? Ja. Ruhe bitte. Mach mal ein Bio. So, Zelda steht jetzt mal mit drin. Bester Sound. Schenkt mir gerade noch Wasser nach. Ah. Oh, ich hoffe, wir haben es bald. Ich will ins Bett. Aber ich will den Dungeon noch unbedingt machen. Denn der Dungeon ist richtig und wichtig. Oh, diese. Zum Glück funktionieren die Lichteffekte gut im Emulator. Stellt euch mal vor. Das er lässt es fließen. Stellt euch mal vor, die werden jetzt irgendwie noch kaputt. Die Lichteffekte, das wäre nicht okay.
Schmeckt die anders? Nee, oder? Kann ich das cheesen? Na, nee, geht nicht. Dann braucht man unser Mädel. Wo ist er denn? Wo haben wir die abgestellt? Hier, da oben steht sie noch. Ja, ist die süßer oder so? Oh Gott, steckst du jetzt fest? Nee. Es ist einfach Almdudler abgefüllt. In Tschechien, in die Fanta-Dosen. Geschmack. Es gibt jetzt eine Twitch-Studio-Beta fürs Handy. Kannst du da dein Dashboard machen oder was? Oder was bringt es? Ui! Here comes the money! Ich mag den Tempel, ich mag nur diesen Raum nicht. Der Raum... Ja. Ich mag halt Schieberätsel nicht so. Das ist so 2000er, weißt du? Weißt du, Junge? So, was genau haben wir jetzt gemacht? Ich weiß, er hat es mir gerade angezeigt, aber ich habe nicht aufgepasst. Wir müssen doch diese... Wir müssen doch irgendwas beleuchten. Hier, da, hier, das... Ah. Entsetzlich ist es. Oh Gott, Soul Reaver, hey, hör mir auf. Aber weißt du, früher fand ich bei Soul Reaver, fand ich das saugeil, wenn du in die Kisten da reinhackst und dann schiebst. Das war eine geile Animation. Ja, es war schon cool. Aber ey, die Dreamcast-Version, die sieht ja super aus, ne? Kann ich nichts sagen. Aber du musst die Kamera mit dem Digipad. Baphomets Fluch 3 vor allem. Baphomets Fluch 3. Ah ja, so nett. Nee, du sollst fliegen. Ja. Weitsicht extrem? Ich weiß halt nicht, ob das bei mir am Emulator lag, wo ich dir das Bild geschickt habe. Blood Omen muss ich echt mal spielen. Habe ich noch nicht gespielt, das erste. Ich hab's zwar, aber ich hab's noch nie gespielt. Bom, 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 bom. Mehr Mauern. Mehr Mauern.
Dass da bloß keiner reinkommt, Junge. Was sind das jetzt? Wo ist denn das gerade aufgesprungen? Da hinten. Kein Problem, Carlos. Solange es dir gut geht, alles okay. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Einschalten. Hast du noch lernen müssen, oder was? So, ob... Es bringt einen Scheiß. Du Depp. Ich muss jedes Mal hoch und muss die fucking Dinger anleuchten. Oh. Baphomets Fluch 3 muss ich unbedingt mal im Stream spielen. Ich wollte ja eigentlich die komplette Reihe machen. Dann hat es mich so gegraut. Vor dem Dreier. Was ist mit dem... Das ist nicht fürs Handy, die Studio-App, sondern für PC. Also kriegst du das Studio quasi angezeigt, oder was? Defiance war das letzte, oder? Jetzt will ich aber was Gutes haben, hey. Mindestens 80 Millionen Rupien. Der Masterschlüssel fehlt mir ja noch. Ist er das? Die Schatzkarte. Nee, den Masterschlüssel kriege ich hinter der anderen Tür. Der Dungeon geht echt länger als gedacht. Ich hab gedacht, ah komm, locker. Aber gut, am Anfang, ich habe ja noch den ganzen Scheiß für den anderen Dungeon gemacht, ne? Das hat genervt. Aber wir wissen direkt beim nächsten Mal ab in den Wasserfall und ab geht's. So, da leben ein paar Totenköpfe, oder? Der da hinten zumindest. Fuck, Link ist bekifft. Link ist bekifft. So, Kyle, wir kommen nicht dran vorbei. Ich muss jetzt wissen, wie ich...
die hier platt krieg. Mit einer Bombe. Das ist ja bombisch. So, also in der Twitch Studio App Beta gibt es wie gesagt nur auf dem PC. Du hast da Overlays, Thumbnails. Okay. Ja, wie du schon sagst. Wenn du EOBS nutzt, passt ja. Oder könntest du dir das für deinen Stream in der Twitch Studio Beta einrichten und es ist dann standardmäßig auf deinem Stream, ohne dass du das Programm laufen lassen musst? Sprich, du richtest dir das ein auf dem PC und hättest das dann auch, wenn du über die PlayStation streamst? Geht sowas? Das wäre halt meiner Meinung nach ein großer Vorteil, wenn du sowas einrichten könntest. Was du dann dauerhaft erstmal als Overlay oder sonst was hast. Und das auch übernommen wird, wenn du vom Handy aus streamst oder von der PlayStation aus oder von der Xbox oder so. Ja, eben, eben. Das ist ja viele, die mit dem... Fuck, die kommt nicht mit. Ach, ich muss die hochfliegen lassen. Jetzt muss ich es halt holen. Die Frage ist nur, wo sie ist. Viele machen das halt so, ne? Sie streamen über die PlayStation und rufen den Chat und so weiter vom Handy aus ab. Da muss ich sagen, bietet die PlayStation als auch die Xbox relativ wenig Einstellungen. Außer halt das Standard-Overlay verwenden, was sie haben. Und da kannst du ja auch nicht großartig was ändern. Du kannst diesen Lauftext unten anzeigen lassen. Oder so Späße, aber sonst ist es ja eher schwach. Guckt schon genervt da hinten. Nicht nach links hoch. Na! Das wäre dann cool, ja. Ich weiß, es gibt eine Streamlabs App. Über die kannst du halt aber streamen. Ich weiß nicht, ob die dir irgendwelche sonstigen Einstellungen gewährt. Aber über Programme wie OBS, du streamst ja quasi den Output, der von OBS kommt. Du legst ja eigentlich nichts auf deinen Stream drauf, sondern du gehst mit dem Programm halt nur online. Ist quasi wie eine PlayStation, die zwischendrin hängt. Kannst auch die Bitrate ein... Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich wie OBS sein, nur für Twitch. Holy shit, was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Oh fuck. Ich werde die E-Mail ja wahrscheinlich auch gekriegt haben.
Aber kannst du mir gern mal schicken, falls ich sie nicht hab? Uff, der Sack. Ach, das bringt nichts. Wie geil! Okay, verstanden. Das ist ein DHL-Mitarbeiter. Der Boss ist ja geil, der ist echt cool gemacht. Danke, Andi. Schau ich mir nachher mal an. Ghostbusters Gegner, ja genau. Der ist echt geil. Oh, das Licht ist weg. Who you gonna call? Link! Oh, das war wohl zu effektiv, hä? The Fat Tony! Ein Diktator! Ja. Ach, einer noch. Einer noch, dann haben wir's. Ah, fuck, fuck, Steuerung. Jetzt hör doch mal, Link. Ist wirklich ein schönes Game, ja. Bin auch total begeistert. Wow, 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 wow.
Wie wär's mit beiden? Zuerst das erste und dann das dritte. Ich kenne halt gar keins, ne? Das Dreier würde mich so interessieren. Das, was ich gesehen habe davon, das sieht ja phänomenal gut aus, das Spiel. Ja, hat gut gepasst. Ja, es hat gut gepasst. Oh. Emulator halt, ne? Aber naja. Läuft ja nicht so gut. Der Citra-Emulator. Och, wie schön. Wunderschön. Oha. Durch die Gebete des Terrorweisen hat das Masterschwert wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen. Du bist nun einen Schritt davon entfernt, das wahre Masterschwert in den Händen zu halten. Link, damit hast das Masterschwert aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückerlangt, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Es bedarf noch des Segens eines weiteren Tempels, nämlich den des C4-Tempels, um es vollständig erwachen zu lassen. Das ist der Plastik-Sprengstoff-Tempel, ich sag's nochmal. Allahub Link, bitte schreite durch das Licht und finde den Weisen des C4-Tempels. Beeil dich. Böse, hat ja jemand Böses gesagt. Kakakakomori. Link's Awakening. Damals. Link to the Past. Habe ich mit Mick tatsächlich das erste Mal. Ciao, Bio. Danke fürs Einschalten. Hat mich sehr gefreut. Habe ich damals, vorletztes Jahr das erste Mal durchgespielt. Ocarina of Time habe ich nicht durchgespielt. Das würde ich gerne noch machen demnächst. Müsste ich Ocarina of Time durchspielen, bevor wir den Podcast machen? Nee, ne? Ich kenne es ja eigentlich. Also Mini-Podcast, ne? Ich will nur so eine kurze in my head und mit dir über die Spiele reden. Also durchgespielt. Link's Awakening. Link to the Past. Link Between Worlds. Twilight Princess. Minish Cap. Ich glaube, das war's. Nein, bleib stehen, Junge! Ich glaube, das war's tatsächlich.
Also mir fehlen noch einige. Breath of the Wild. Habe ich ja vor kurzem noch durchgespielt. Oh, der Kyle weiß gleich, ist vorbei. Last Rush. Ja, ich kaufe hier noch ein, bis ich nicht mehr kann. Und dann mache ich aus. Leute, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Der Tempel war ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, das war trotzdem okay für euch. Und ja, das nächste Mal geht's hier direkt weiter und zum nächsten Tempel kommen wir dann auch schneller. Jetzt. Ich bedanke mich nochmal. Wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen oder übermorgen vermutlich. Macht's gut. Bye bye.